Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie vom 5.2. bis 11.2. So, wir gucken in die Wochenenergie. Da ist mein Zauberstab, habe ich auch gefunden. So, wir gucken jetzt mal rein und schauen wir mal schnell. So, jetzt habe ich mich noch schnell verbunden. Das habe ich nämlich vergessen. Das mache ich normalerweise immer vorher. Habe es aber vergessen und darum habe ich es jetzt schnell gemacht. Darum war ich jetzt auch so still. So, wir brauchen die Wochenenergie. Die ist hier. Die da. Genau. Und gucken, was uns diese Woche so erzählt wird. Was wir erleben, was wir fühlen. Oder auch nicht erleben und fühlen. Wir werden sehen. So. Unsere Wochenenergie. Ach, ist Erfüllung. Das ist richtig schön. Also, das heißt schon, mit der Wochenenergie kann man sie richtig gut zusammenschließen. Sie bringt Erfüllung. Sie bringt Lösungen für deine Freizeit, für deinen Urlaub. Aber auch für einen Herzschmerz, also falls du Herzschmerz hast, den weiblichen Aspekt, der hier, Herzschmerz, das weiblichen Aspekt, der hier eingeschränkt ist. Und dann ist es vorbei. Also, die Erfüllung diese Woche ist, einen Schmerz zu befreien. Und zwar ein Schmerz des weiblichen Aspektes. Das heißt also ein weiblicher weibliches Gefühl. Also irgendein Fühlen ist eingeschränkt, irgendein Sehen ist eingeschränkt. Das passiert zum Beispiel, wenn man durcheinander ist, kann man nicht mehr weit sehen. Wenn man Schmerz auf körperlicher oder geistiger Ebene empfindet, kann man nicht mehr weit sehen. Das engt alles ein. Und der weibliche Aspekt macht immer weit und hat immer mit sehr viel Gefühlen und Weichheit zu tun. Die Lösung ist, fahr runter. Diese Woche ist eine Woche der Erfüllung, wo du auch wirklich deine Wünsche und Probleme lösen kannst, erfüllt bekommst. Und der Lösung heißt, fahr runter. Schau, wo dein weiblicher Aspekt eingeschränkt ist. Also klär erstmal für dich, was für dich der weibliche Aspekt ist. Ich kann da hier viel erzählen, dass der Weichheit ist und weiter ist, weil ich ihn so empfinde. Kann aber sein, dass du den ganz anders empfindest. Also jeder hat da sein eigenes Empfinden, wie ein Aspekt in sich aussieht. Also fühl einmal mal kurz rein, mein weiblicher Aspekt, wie ist der? Und wenn ich das mache, kommt jetzt automatisch Weite im Brustraum und eine gewisse Weichheit. Darum habe ich so beschrieben. Muss aber für dich nicht sein. Für dich kann das weit nach unten gehen oder ganz was anderes bedeuten. Richtiges Herzenswärme oder Mütterlichkeit, alles Mögliche kann da entstehen. Also schau für dich, was für dich der weibliche Aspekt ist, denn der hat jetzt Kummer und ist eingeschränkt. Und wenn der weibliche Aspekt eingeschränkt ist, dann können wir nicht mehr so variantenreich schauen und empfinden, wie wir es eigentlich von Natur aus tun könnten. Und dass die Lösung ist Freizeit. Runterfahren und einfach mal hingucken und sagen, okay, da mein weiblicher Aspekt ist eigentlich so und so. Warum fühle ich gerade? Also du, ich bin ja im Weltlichen. Okay, erzähle ich jetzt alles nochmal im Spirituellen. Jetzt machen wir Weltlichen erst. Du kriegst eine Lösung für deine Freizeit, für deinen Urlaub, für alles, was du in deiner Freizeit gern tun möchtest, auch für deine Erholung, weil hier ist ein Kummer da. Da ist ein Kummer vielleicht mit einer Frau, durch eine Frau oder einfach deine weibliche Seite ist beleidigt, ist eingeschränkt, ist vor Kummer ein bisschen klein oder. Und die weibliche Seite bei jedem weiß, was es ist, wenn du das erkennst. Und eigentlich ist es schon, das Erkennen alleine löst es eigentlich schon auf. Also das ist
eine Energie in uns, die eigentlich immer und immer wirkt, ohne dass du da lang hinschauen musst, ohne dass du was befehlen musst oder. Jeder hat weibliche, jeder hat männliche Seiten und die weibliche ist eingeschränkt. Kann natürlich auch so sein, dass du von Natur aus deine Weiblichkeit ein bisschen hinten lässt, weil du musst dein Mann stehen, du musst für die Familie da sein, du musst für die Kinder da sein, du musst das Geld verdienen und was weiß ich, das weibliche und männliche Rolle bei dir ein bisschen getauscht hat, kann auch sein, also bei jeder Frau kann das sein, passiert oft bei alleinstehenden Müttern, die ja wirklich alles sein müssen, die sind Vater und Mutter und da kommt die Weiblichkeit meistens etwas zu kurz im Leben und das muss man einfach bloß mal anschauen und sich bloß wieder klar machen, die darf auch leben. Und dann geht alles ein bisschen beschwingter. Also du musst ja eigentlich hier bloß hinschauen und dann ist es schon vorbei. Im Leben kann es natürlich auch Urlaub und Freizeiterlebnisse sein, die vielleicht nicht so klappen, wie man möchte, durch ein Ereignis, durch eine Frau, durch eine Person. Und hier heißt es, die Einschränkung ist vorbei, weil eben eine Erfüllung kommt. Also auch das liegt hier. Die Lösung der Freizeit in der Öffentlichkeit. Also hier macht etwas groß. Ja, und das ist wieder weiblicher Aspekt groß. Die Lösung ist, hier passiert etwas in der Öffentlichkeit, also nicht bei dir selber. Du tust nichts, das passiert von außen irgendetwas. Etwas ganz Offizielles passiert, was diese Freizeit wahrscheinlich löst. Weil hier ist nämlich eine Gruppe Menschen, die hiermit, ich muss mal schauen, ob die gelöst wird. Ah ja, die Einschränkung der Ungerechtigkeit. Ja, kommt in Kraft und Stärke rein. Und hier Selbstbestimmung. Okay, sie wird gelöst. Also das wollte ich jetzt bloß so genau wissen. Also, hast du eine Einschränkung der Freizeit, eine Einschränkung von Urlaubsplänen, von irgendwas, was mit deiner Freizeit und deiner Erholung zu tun hat, kommt hier diese Woche durch. Wahrscheinlich ganz offizielle Berichten, neuen Verordnungen oder einfach nur Menschen, die dort sind, sehen eine Einschränkung. Auch die Frau XY hat ein Kind und kann jetzt in den Ferien nicht in Urlaub fahren. Das hat man übersehen und diese Einschränkung wird dann automatisch aufgelöst. Auch sowas kann hier passieren. Die Erfüllung heißt einfach, dass jetzt ein Datenaustausch stattfindet, kann es auch sein, dass du hier ganz offiziell Beschwerde einlegst, was auch immer deine Freizeit betrifft und das als richtig befunden wird und dann die Lösung da liegt. Also diese Woche sind Lösungen in Einschränkungen eigentlich sehr leicht zu finden, sehr leicht zu machen, sodass du wieder relaxen kannst, das mit dem Kummer, was das gebracht hat, nicht mehr kollidiert und du hier wirklich in deine eigene Kraft wieder reinkommst. Das heißt, diese Woche Erfüllung online, Erfüllung durch Datenaustausch, durch Überprüfung von Daten auf offizieller Stelle oder. Also hier dürfte sich einiges leben, was einem lösen, was sich einigen Kummer gemacht hat. Wenn du jetzt Kummer und Schmerz wegen einer Dame hast, weil, keine Ahnung, Freizeit, Liebeskummer möglich, dann wird hier auch interveniert oder die Dame findet die Lösung selber. Ja, aber es geht meistens, also selbst wenn es Herzschmerz ist, die Dame geht dann raus, also sie will das gar nicht. Also die wird dann rausgehen, wenn es sowas wäre, was hier auch natürlich sein könnte, im weitesten Sinne natürlich. Weil hier geht es nämlich wirklich um deine Einschränkung in deiner Freizeit, die durch Neubewertung, Überprüfung oder ganz auf legalen Weg, auf öffentlichen, offiziellen Wegen geklärt wird und du wieder in deine Kraft kommst. Das heißt das hier. Die Freizeit muss man jetzt wirklich ganz, ganz groß sehen. Es kann wirklich um Urlaub gehen. Es können geplante Urlaubsreisen sein, Urlaubsanträge in der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten, was weiß ich, ob man da auch Anträge stellen muss. Freizeit, Hobby, du wolltest im Verein oder. Also wirklich im weitesten Sinne sehen, wenn solche Einschränkungen da sind, dann dürften sie dich hier wirklich lösen zu deiner Zufriedenheit. Das ist weltlich. Jetzt kommen wir zum Spirituellen. Und da schaue ich jetzt erstmal rein.
Okay, also ich sehe hier Energien, die wie Konfetti vom Himmel regnen und die fallen auf den Boden. Also die fallen jetzt nicht in dir oder so oder gehen in die rein wie früher oder wie normal die Energien, sondern die fallen als Konfetti auf den Boden. Und du musst dich bücken, um sie aufzuheben. Ich sehe sogar Kinder, die da so Kästchen springen machen. Kennst du das? Kennst bestimmt, wo so springen und dann so und dann wieder so. Und immer wenn sie auf diesen Energiepunkt draufgesprungen sind, ist der Energiepunkt auch weg. Also den haben sie dann aufgenommen, weil sie bewusst darauf springen. Also wenn du bewusst drauf gehst, wird es auch gehen. Ja, irgendwie mein Kopf halt. Das heißt, wir bekommen Energien der Lösung, die wir aber selber irgendwie anschubsen müssen. Das heißt, ich gebe jetzt hier einen Antrag, ich rufe dort an, ich frage nochmal nach oder, dann löst sich das. Von alleine löst sich gar nichts. Also hier heißt, du musst aktiv werden in dem, was du möchtest, wo deine Erfüllung ist, dann wird es die Einschränkungen und den Kummer, den du dadurch hast, von alleine auflösen, weil sich irgendjemand Menschliches darum kümmert. Also es wird so auf offiziellen Wege, kümmert sich jemand drum und du kommst wieder in deine Kraft und Stärke, musst das aber selber anschubsen. Auch energetisch oder, weil hier energetisch heißt es, dass der weibliche Aspekt, also eben deine Weiblichkeit an sich irgendwo eingeschränkt ist. Und die Lösung ist auch hier hinschauen. Hinschauen und die Beeinträchtigung sehen. Loslassen. Dann kommst du wieder automatisch in deine Kraft. Hier geht es eigentlich nur um das Anschubsen, um das von sich aus etwas tun. Also hier wird jetzt keine Energie uns geschenkt, die einfach überall reinkommt als Update oder sonst irgendwas, sondern die du wirklich nutzen kannst, aber die du nutzen musst. Also das bewusst machen. Also ich würde jetzt hier sagen, weil auf dem weiblichen Aspekt und auf Kummer und Schmerz eine Gruppe Menschen liegt, dass es nicht allein der weibliche Aspekt ist, sondern alle möglichen Aspekte, die du in dir hast, die dadurch beeinträchtigt sind. Also hier ist mehr, dass du deine Weiblichkeit nicht voll lebst oder irgendwie einschränkst oder das merkst du im Leben, du ziehst meistens Hosen an, weil es praktischer ist, nicht weil du Rücken nicht magst, sondern weil es praktischer ist. Du würdest jetzt gern elegant sein, es ist aber praktischer in Jeans. Du würdest dich gern hübsch machen, die Haare hübsch machen und schminken und alles, nur die Zeit hast du im Alltag nicht und es wird jetzt sowieso keiner sehen. Ich sage jetzt mal so, das ist schon eine Einschränkung, verstehst du, aber so denken wir meistens. Weil viele Menschen oder viele Frauen machen sich hübsch für die Außenwelt und nicht für sich selber. Das ist zum Beispiel auch eine Einschränkung von sich selber, weil sich selber muss man ja nicht hübsch im Spiegel sehen, zum Bleistift. Und hier musst du bloß merken, dass du dich irgendwo einschränkst, einfach deine Weiblichkeit. Und das gilt natürlich auch für alle Männer. Bei Männern ist es oft eine Weichheit, ein etwas spüren dürfen. Also ich kenne ganz viele Männer, die unwahrscheinlich wenig spüren, weil sie gelernt haben, Männer müssen hart sein und Männer müssen tough sein und Männer müssen, was weiß ich, Schmerzen dürfen sie nicht spüren und das hältst du schon aus und keine Ahnung. Und das Kind, das das lernt, überträgt es automatisch auf alles. Also nicht nur, du darfst keine Schmerzen spüren, sondern du darfst nicht fühlen. Und darum haben viele Männer ein unterdrücktes weiblichen Aspekt. Das hat nichts mit weinerlich zu tun. Also nicht glauben, dass das mit weinerlich zu tun hat oder mit so, ohne wertend zu sein, mit so Männern, die glauben, eine Frau zu sein oder der weibliche Aspekt des Pärchens sind. Die sind oft so übertrieben weiblich. Also meiner Einschätzung nach, meines Gefühles nach. Das ist wieder eigentlich auch eine Einschränkung, aber da des männlichen Dings, des männlichen Parts, wenn du so übertrieben weiblich bist und auch diese Tussis, auch nicht wertend, ich weiß ja bloß nicht, wie ich sie anderen nennen soll, diese Frauen, diese, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Tussis, da kann sich jeder was vorstellen, die sind für meine Begriffe auch viel zu viel in der weiblichen Rolle. Die lassen das Männliche in sich gar nicht hochkommen, denn die sind verletzlich und müssen beschützt werden und keine Ahnung. Und das ist zwar alles weiblich, aber nicht so im Extremen.
Da ist der Ausgleich nicht da, meiner Ansicht nach. Weil natürlich bin ich auch eine Frau, habe nicht so viel Kraft wie ein Mann. Und natürlich muss ich in Situationen auch mal beschützt werden, wenn ein Mann vor mir steht, der viel mehr kräftig hat. Das heißt körperlich beschützt werden. Aber im Normalfall kann ich mich genauso zur Wehr setzen, außer körperlich. Also ich muss nicht überall beschützt werden. Aber viele Frauen setzen das auf überall hin. Auch das ist zu viel weiblicher Aspekt. Wir reden hier aber von zu wenig weiblichen Aspekt und das sind meistens die Mädels, die mit beiden Beinen in der Leben stehen, weil sie müssen, weil sie Verantwortung haben, weil sie Kinder haben, weil sich der Mann vielleicht nicht so kümmert, wie er sich kümmern sollte oder meint, rein vom Kopf her, das meint, dass so ist. Ich sage nicht, dass das so ist. Oder die gar keinen Mann an der Seite haben, die das Kind oder die Kinder alleine großziehen und wirklich beides sein müssen. Da musst du unwahrscheinlich viel männliche Energie mit reinschieben. Du musst dich ja behaupten, du musst die männliche Seite auffüllen bei den Kindern. Das macht jede Frau unbewusst. Und da lebt sie immer mehr, diese männliche Seite. Und das merkt man eben, wenn ich jetzt nur noch Hosen anziehe. Wenn ich zwar gerne möchte, Frau sein, aber es mir nicht zugesteht, die Zeit gar nicht habe und im Kopf immer wieder Ausreden habe, warum nicht. Da habe ich auch lange Zeit dazu gehört, vielleicht gehöre ich immer noch dazu, muss ich mal reinschauen, da vernachlässigt man den weiblichen Aspekt. Und ich sagte nicht, auch bei Männern und eben, du siehst, ich meine jetzt nicht das Weiberliche, das Weinerliche, sondern das Weiche, das auch mal aufmachen, das auch mal wirklich zuhören. Das sind alles so weibliche Aspekte. Auch die Männer dürfen das. Das hat nichts mit Heulen zu tun. Also wenn ich sage, auch ein Mann darf heulen, um seine Gefühle rauszulassen, natürlich darf er das, das geht ja gar nicht. Und das setzen aber viele mit dem weiblichen Aspekt im Mann gleich. Und das stimmt nicht. Also das hat mit Heulen gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit dem Gefühl der Weiblichkeit, mit der Weiche. Also wenn du ein Frauenkörper anfasst, fühlt er sich ganz anders an wie ein Männerkörper, weil der einfach weicher ist, weil der viel mehr Fett hat, ob die Frau jetzt dick ist oder nicht, vollkommen wurscht, aber wir brauchen dieses Fett, dass wir, wenn wir schwanger werden, unser Bauch sich so ausdehnen kann. Der Mann hat das gar nicht, weil er es nicht braucht. Und darum ist bei uns alles ein bisschen weicher. Und so kann man das ein bisschen sehen. Hier geht es im energetischen, um den weiblichen Aspekt, um wieder in deine volle Kraft und Selbstbestimmung zu kommen. Denn nur der männliche Aspekt ist auch bloß die Hälfte. Dann bist du nicht in deiner vollen Kraft. Vollen Kraft bist du mit beiden, männlich und weibliche Seite. Brauchst du beide, gleichberechtigt, stehen an deiner Seite, müssen dastehen, um wirklich in deiner Kraft zu sein. Und im Leben ist natürlich so, dass du mal mehr die weibliche Seite liebst, mehr die männliche Seite liebst. Also das ist ja ein ewiges Auf und Nieder, so ein ewiger Ausgleich, den man natürlich hat, weil man mehr braucht man in irgendeiner Situation mehr die weibliche Intuition, auf der anderen Seite braucht man in anderen Situationen mehr diese männliche Dominanz und Durchsetzungsvermögen. Beides ist gefragt und je nachdem, was halt gerade gebraucht wird, ist mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen muss es ausgeglichen sein und um das geht es hier, dass du hier wirklich, wirklich relaxen kannst. Denn wenn du in Meditation gehst, in Yoga oder was weiß ich, was du machst, um runterzufahren, wenn dir auch da, denn auch da fehlt dir ja eine Seite, dann bist du nicht ganz entspannt. Entweder dir fehlt die Weichheit, das wirklich sich fallen lassen können, das ist auch aus der weiblichen Seite, oder es fehlt dir die Konzentration, das ist die männliche Seite. Fokussiert auf etwas zu sein, das ist ein männlicher Aspekt, das ist eine männliche Seite. Wenn du immer wieder abdriftest, kann schon sein, dass du zu wenig Männlichkeit drin hast, also dein männlicher Aspekt zu wenig ist, weil da der Fokus nicht da ist und. Da musst du gucken, was es ist, weil um wirklich runterzufahren, nur nicht eingeschränkt runterzufahren, ist die Lösung ausgeglichenen weiblichen und männlichen Aspekt. Und hier geht es wirklich um den weiblichen Aspekt und hier liegt Erfüllung und Online drauf. Das heißt, wir kriegen hier wirklich, wenn wir es möchten, die Erfüllung und sagen, okay, ich möchte das ausgleichen, schau hin und in dem Moment kommt dann der Ausgleich, das was ich brauche, kommt zu mir. Also das ist etwas, wir müssen es nur anstoßen, im weltlichen, wie im geistigen oder energetischen, spirituellen, wie immer du es nennen magst, vollkommen wurscht. Hier
darf was angestoßen werden, was du möchtest. Und das geht dann auch in Erfüllung. Du brauchst bloß den Anstoß. Die Energie ist schon da. Da liegen ganz, ganz, ganz viele bunte Konfetti am Boden. Da ist auch deine Energie dabei. In dem Moment, dass du sagst, ich stoße an, hast du diese Energie aufgenommen und dann geht's von alleine. Aber anstoßen musst du es. Ja, ich würde sagen, eine relaxte Woche, wo Lösungen eigentlich dann kommen, wenn du es brauchst, wenn du sagst, hallo, hier, Lösung, so ungefähr. Also du stoßt was an und es kommt die Lösung und deine Einschränkungen sind vorbei. Das finde ich wunderbar, das finde ich schön. Also eine eher ruhigere Woche, würde ich sagen, eine Woche sich selber mal anzuschauen, was fehlt mir nicht und so weiter und das dann auszugleichen. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir
unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.